Willkommen zu einem neuen Kapitel, Freunde. Ja, im Kapitel Schiffbruch. Ihr hört schon, der Nate schreit nach seinem Bruder Sam. Wir haben irgendeine Kollision gehabt mit einem anderen Schiff und sind hier geentert, ja. Und, geentert? Habe ich geentert gesagt? Gekentert natürlich. Und ja, in diesem ultra nice animierten Sturm werden wir uns jetzt mal auf die Suche nach unserem Bruder machen. Ich habe keine Ahnung, wohin. Ich gehe vielleicht mal Richtung Schiff. Vielleicht schwimmt da seine Leiche rum. Man weiß es noch nicht. Alter, er stapft dadurch. Als wäre das hier komplettes Watt. Komm, geh mal. Okay, es ist wohl eine unsichtbare Wand oder so. Ich kann wohl gar nicht so lang laufen. Na gut. Okay, dann muss ich wohl irgendwie ein Land nach ihm suchen. Alter, das ist halt mit der beste Regeneffekt, Gewittereffekt, den ich jemals auf der PS4 sehen konnte. Ich weiß, ich schwärme so oft von der Grafik in Uncharted 4, es ist halt auch einfach wirklich pornös, Alter. Richtig nice. So, es sieht aus, als würde es hier weitergehen. Erstmal weiter nach oben kommen. Erstmal weiter nach oben kommen, ja, das ist unser Stichwort. Erste Regel, nach oben. Finde raus, wo du bist. Ja. So viel habe ich schon mitbekommen. Ich weiß. Komm schon, antworte mir! Ich weiß nur nicht, wie ich hier irgendwo hochkommen soll, Mann. Okay, ich glaube, wir sind hier komplett fail am Platz. Es wird wohl nichts hier hinten. Eventuell da vorne. Ich muss es einfach mal abchecken. Ja, ich glaube, da ist ein Durchgang, oder? Das sieht so danach aus. Alter, ich werde gleich hier vom Blitz getroffen, ey. Sehr komisch, ich werde nicht so ganz fündig. Doch, ich glaube, hier bin ich richtig. What the fuck? Okay, eindeutig, dass ich hier hoch kann. Ja. Den werden wir schon noch finden. Tot oder lebendig, aber wir finden ihn. Mach dir mal da keinen Kopf drum. Sam, wo bist du? Oh. So, immer noch kein Anzeichen, keine Spur. Gott sei Dank, die Vorratskiste. Scheiß auf meinen Bruder, Hauptsache die Vorratskiste. Okay, das... Ja, deutet darauf hin, dass es eventuell jemand sich geschnappt hat, in der Hoffnung, dass es unser Bruder ist. Suche ich mal weiter. Das Gute daran ist, mehr kann ich nicht verlieren. Außer mein Leben. Es ist wohl wahr. Selbstgespräche, das ist das erste Anzeichen für Wahnsinn. Ach Quatsch, macht dir nichts draus. Selbstgespräche, die führe ich ja auch immer, wenn ich meine Let's Plays mache. Ich meine, mit wem rede ich denn sonst, außer mit mir selber? So schlimm ist es nicht. Komm, hab dich nicht so, du bist schon von höheren Gebäuden runtergesprungen. Alter, wo ist denn? Boah! Jetzt hab ich aber gerade erschreckt. Zur Hölle mit diesem Ort. Verdammt! Na komm schon. Gebt der Mühe. Gibt's doch nicht. Nach rechts kann er auch nicht greifen? Hä? Was geht ab? Nach links oder was? Was drücken Sie L, um von Griff zu Griff zu klettern? Mir ist bewusst, wie ich von Griff zu Cliff wie ich von Griff zu Griff klettern kann, meine Gott, ey. Was ist das denn? Das gab doch sonst auch immer. Alter.
Was geht? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Drücken Sie L, um von Griff... Alter, jetzt endlich. Sonst hatte ich noch nie Probleme damit. Das ist jetzt der Unterschied, weil es hier nass ist, kann er irgendwie nicht springen, also muss ich da einfach nur hinlenken, statt X zu drücken. Deshalb rutscht er auch ständig mehr ab. Ich lenke jetzt nur noch komplett hin, statt irgendwie, wie gesagt, auf X zu drücken. Und so klappt's. Na gut. Liegt wohl am Unwetter. Sei dir mal verziehen. Es sei dir mal verziehen. Ja, wir müssen immer weitermachen. Das ist ganz klar, aufgeben ist nicht drin. Echt seltsam, auf diese Weise jetzt zu klettern hier. Ich mach sicherlich gleich was falsch. Ja, sobald ich X drück... Oh, puh. Sobald ich X drück, rutscht er komplett ab, also kann ich echt nur lenken. Ganz komisch. Ganz komisch. Ja, streck auch mal deinen Arm aus, Mensch. Ah, okay. Na super, werde ich auch noch angepisst von oben. Oh no. Oh no. Alter. Selbst Nate verliert seine Superkraft zum Klettern, sobald es nass ist. Ja, ein Hoch auf Mutter Natur. Magna, Sam. Komm schon, wo steckst du? Mist. Gott, sieht das geil aus, ey. Derb geil, ey. Ich muss zu diesem seltsamen Berg. Alter, muss ich jetzt die ganze Zeit so klettern, ohne zu springen dabei? Bleib, wo du bist, Sam. Ich komme zu dir. Ja, wir machen uns mal auf die Suche. Okay, mittlerweile kann er auch wieder springen. Er hat seine Kraft zurück, er hat seine Superkraft zurück. Oh yeah, ich freue mich. Ich freue mich. Okay, erstmal ein bisschen auskundschaften. Wo kann ich lang und wo nicht? Jawohl, er ist wieder am Start. Jawohl. So macht es gleich viel mehr Spaß, wenn ich hier richtig rumjumpen kann. Wieso wird es da oben eingeblendet? Sieht es so aus, als könnte ich das nicht? Brauche ich diese Anweisung? Ah. Aha. Bin ich safe hier? Ja. Ne? Okay, das... Ja, das... Nein! Oh Gott, das war knapp. Ja, ganz kurz mal hier rumschauen. Hier kann er doch hoch. Ne? Ja. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, warum das Seil da jetzt, für was das jetzt gut war. Ich meine, wir kommen ja auch gerade so hier hoch irgendwie. Okay, wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Wir haben sowas von eine Spur.
Das muss ich jedes Mal sagen. Sobald ich irgendwie davon rede, von wegen Sprung, muss ich immer betonen. Alter! Darf ich mal ausreden, bevor hier irgendwas... Ja, zum Thema, ich habe immer sowas von eine Spur, kommt ursprünglich von South Park und so. Die Hartley Boys, oder wie die hießen. Die haben auch immer, wir haben sowas von eine Spur. Das hat dieser kleine Insider, also das dürfte man nicht übel nehmen. Das hat sich halt so fest eingebrannt, dass ich das immer wieder sagen muss. Immer und immer wieder. So, offensichtlich muss ich hier rechts rüber. Wenn er das dann möchte, der gute Nate. Will er das? Er will es. Alter, ist schon so ein Athlet, ne? Komm, ein paar Klimmzüge hier. Schädelrücke trainiert. Sehr gut. Und wir sind oben. Oh oh. Ja. Das ist ganz klar Rafe und seine Söldnerstriche. Nein, and he's gone. Fuck. Im falschen Moment X gedrückt. Once again. So, nochmal mit ordentlich Schwung und weg. Komm schon. Mann. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Lass doch mal nochmal ordentlich Schwung holen hier. Vielleicht auch mal umdrehen. Vielleicht auch ein Stückchen tiefer klettern. Wie wär's damit? Komm schon, das muss aber jetzt lang, echt. Yes! Nein, 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 nein! Alter! Er ist immer so kurz vorm Sterben, der Kollege. Der Kollege Nate. Oh! Boah. Wohin jetzt? Wohin jetzt? Es ist die Frage der Fragen. Höchstwahrscheinlich aber darüber. Jawohl. Und dann hier. Und hier. Möglicherweise eins runter. Noch eins. Bin mir nicht sicher, kann ich rüber? Okay, er möchte nicht. Er möchte nicht. Er möchte da nicht so auf dem Weg rüber. Ich wüsste aber, ich müsste doch darüber, oder? Ah, okay. Hä? Hier war ich doch gerade schon auf dem Turm. Ach, hätte ich vielleicht hier raus sollen? Schauen wir mal. Wow. Okay. Nee, das ist falsch. Schritt für Schritt. Okay, ich habe ganz offensichtlich irgendwo irgendwas übersehen. Hier hoch? Ah, okay. Da blinkt auch irgendwas. Gehen wir mal da lang. Wobei wir eigentlich jetzt rückwärts laufen. Ein Krug, Bier oder Wein, da sag ich nicht nein. Trotzdem ist es nicht unsere Spur, da müssen wir nicht lang. Lass doch mal systematisch vorgehen, nee. Okay, wir haben ganz offensichtlich hier
Gestein, wo wir hochklettern können. Und das deutet doch alles darauf hin, dass ich da raus soll. Oder soll ich darüber? Komm ich darüber? Ich versuch's einfach. Okay, perfekt. Aha. Alright, wir sind richtig. Alter. No quarter for thiever. Kein Viertel Dollar für Diebe? Nicht sehr beruhigend. Jetzt muss ich mir gerade die Übersetzung gönnen in meinem Hello Kitty Tagebuch. Ich wette, das ist so ein Quatsch, was ich gerade erzählt habe. Keine Gnade mit Dieben. Kein Viertel Dollar mit Dieben. Quarter, ist Quarter nicht ein Viertel Dollar oder so? Sag mal nicht ein Viertel Dollar zu Quarter? Oh Gott. Gott sei Dank habe ich hier nur wenig Viewer am Start. Die werden mich jetzt knallhart auslachen. No quarter for thieves. muss ich nochmal googeln und schreibe ich dann in die Kommentare, ob ich nicht doch an halbwegs recht hatte. Alter, fuck, wo lang? Ich weiß gar nicht, wo lang. Boah. Alter, wo lang dann? Ei, wo lang dann? Hier oben lang? Okay, okay, Tatsache, hier oben lang. Alter, wo zur Hölle bin ich hier? Oh Mann, wie geil. Wie geil, ey. Oh oh. Krasse Atmosphäre. Harte Tropfsteinhöhle, hä? Geflutet. Was ist das denn? Fernrohr? Fernglas, ne? Okay. Man merkt auch schon, das ist so typisch Naughty Dog-Style. Irgendwie so mit Taschenlampe im Dunkeln rumlaufen, so wie bei Last of Us. Wirklich. Wirklich, das ist eins der besten Produzententeams, ey. Gebt euch doch mal. Alter, wie. Das ist unglaublich, ey. Wie ein richtig nices animiertes alles, ey. Hammergeil. So, ich weiß jetzt nicht, wo ich lang muss. Ich drehe mich doch gerade im Kreis, Mann. Oder? Nee? Okay. Das ist auf jeden Fall für mich bis jetzt auch die coolste Map. Das coolste Kapitel. Ist hier wer vorbeigekommen? Groß, schlagsig. Mit lauter tollen, blöden Ideen über Piratenschätze. Okay, Sackgasse. Wo lang? Hey, mein knochiger Kollege, kannst du mir helfen? Wo soll ich eigentlich lang? Er ist einfach am Abhängen. Er sagt mir nicht, was ich machen muss. Hier lang? Ja. Genau. Hochklettern? In den Stiefeln? Wie wurde denn der da festgemacht, sag mal? Hat er sich irgendwie... Ach, man weiß es nicht. Er wollte irgendwie hochklettern, hat sich wohl verfangen. Alter, hat sich wohl verfangen in seiner... Soll ich dich erlösen von dem Schmerz all die Jahre, mein Freund? Und weg damit! Ach, nee. Tschüss, Skeleton! Zerschellt! Ah, oh, sie haben einen Kletterhaken aufgenommen. Nach einer porösen Oberfläche greifen und Viereck drücken, um den Kletterhaken hineinzustoßen. Geil!
Geil, geil, geil. Stoß ihn da rein, das ist porös. Ich will, dass du den da reinstoßt. Ne? Ah, okay, dann kann ich da weiterklettern. Oh! Das geht. Ah, okay, so kann ich dann immer weiter hochspringen und reinhauen. Und springen und reinhauen. Genau. Genau. Und oben. Geil. Alter. Love the graphics. Ih, was ist das denn? Ein Mottenschwarm. So. Haha, das kommt richtig nice. Alter, richtig schön nebelbedeckt hier der Urwald. Fett. Fett, 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 fett. Nur noch ein Katzensprung. Ja, sicher. Ein riesiger Katzensprung, ey. Komm schon. War das zu wenig? Oh, oh. Letzter Satz, alles seine Kraft, Bruder. Noch drei. Los. Zwei. Come on. Eins. Sehr gut. Mal kurz aufpumpen. Ist auch mal Zeit hier. Wurde auch allerhöchste Eisenbahn. Okay, die reden gerade über unseren. Über Sam. Die haben den Amy gesehen. Wie haben die das Wrack überlebt? Die haben mehr Glück als Verstand. Tja. Okay. Mehr Glück als Verstand. Ja, Sam lebt noch. Das ist schon mal gut zu wissen. Alter. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Komm wieder hier voran. Das Eck. Das war dein bestes Eck. Hier bist du richtig. Glaub's mir. Und weg damit. Oh, er lebt noch, er lebt noch. And he's gone. Sowas von gone. Okay, ihn ziehe ich auch direkt runter. Sofern er noch hier bleibt. Nein, bleibt er nicht. Oh, das war eng. Und das war dumm, das war sehr dumm. So, okay. Wir sind bewaffnet. Das ist doch schon mal was Gutes. Das ist doch schon mal was Gutes. Nein! Oh nein! Nein! Drückt wild rum. Fuck. So, ich wollte mich doch nur hier an die Klippe hängen. Dass ich den Kollege direkt runterziehen kann, wenn er herkommt. Komm, put, 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 put. Jawoll! Und weg damit! Wo ist er denn? Also der lebt doch noch. Der lebt doch noch sowas von, ey. Naja. Egal. Kümmern wir uns später darum. Oder auch nicht. Okay, zwei Stück in unmittelbarer Nähe. Drei Stück, da unten ist auch noch einer. So, sobald er wieder Richtung nach da hinten läuft. Ist meine Zeit gekommen. Oh fuck. Okay, da ist auch noch ein Dings im Weg. Oh, ist noch einer. Oh my god. Oh, Long John. Oh, Long Johnson. Nein. Die können mir nichts. Die können mir nichts. Was? Noch sicher darüber reden? Fuck. Oh, Scheiße. Fuck.
Das lief richtig behindert. Ich hätte nicht gedacht, dass er mich sieht. Ich hätte eigentlich jetzt auf dumme KI gehofft. Aber er hat mich gesehen. Nun denn. Das ist kein Problem für mich. Ich mache euch trotzdem fertig. Doch. Glaub mir. Peekaboo. I can see you. Wo ist er? Durchsuch das Gebiet. Die gute alte Handfeuerwaffe. Oh shit. Wo denn, Alter? Wo sind die denn ständig, Mann? Das sind mir zu viele. Kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch, kletter hoch. Fuck. Oh mein Gott. Es war nicht gerade meine Glanzleistung, was Stealth-mäßig abgehen betrifft, aber hey, wir leben. Wir leben noch. Das ist schon mal positiv. So. Sieht gut aus. Sieht aus, als wäre die Luft mal vorerst rein. Ich bewege mich weiter. Vorwärts, vorwärts. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Es ist alles voll verwirrend hier gerade. Ich bewege mich mal einfach hier irgendwie. Irgendwie irgendwo hin. Fuck, das sind schon Gegner am Start wieder. Bedeutet für mich außenrum. Und ab durch die Hecke. Kurzen Prozess hier. Mach mal kurzen Prozess hier. Wie konnte er mich jetzt denn sehen? Wow. Fuck. Fuck. Alter, 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 Alter. Lang lebe die Zielvorrichtung. Ihr könnt mir nichts. Die Zielhilfestellung. Klar, mit der Handfeuerwaffe auf die Distanz, ey. Super. Ja, Munition geht mir immer schnell aus hier in dem Game. Ich muss echt mal ein paar Leichen durchsuchen jetzt hier. Ich brauche Muni. So, sehr schön, da haben wir was. Neues Gewehr am Start. Sehr ordentlich, sehr ordentlich. Okay, ich glaube, wir sind... Wir sind frei soweit. Okay. Ja. Sieht aus, als hätten wir es mal geschafft vorerst.
Die Musik ist auch ruhiger geworden. Sogar weitaus fröhlicher als vorhin. Freut mich. Klingt gut. Okay. Können wir uns endlich wieder auf unser Hauptziel hier konzentrieren, und zwar Sam zu finden. Wo auch immer Sam ist, ich hoffe, ihm geht's gut. Gehen wir mal hier oben lang. Und dann hier, genau. Der gute alte Eispickel. So. Dann hier rüber vielleicht. Es liegen ziemlich viel Waffen und Munition hier rum. Blöderweise erst hinten in der Map, nachdem ich schon alle gekillt habe. Okay, ziemlich ruhig. Wo lang? Eventuell zu ruhig. Rechts oder links? Hm. Okay, ich gehe rechts lang. So. Ach Gott, es war nur eine Gabelung. Oder? Ja, gell? Nochmal gucken. Behinderte, ey. Egal. Boah! Alter. Ich will mich verarschen. So viel zum Thema exotische Tiere. Endlich sind sie mal da, ey. Ich hab euch vermisst. So. Was ist das? Was ist das denn? Verehrter Finder, diese Nachricht. Jonathan Burns, ehemaliger Anführer und Geldgeber unserer Expedition, hat mich ermordet und andere, um an Averys Schatz zu gelangen. Er hat die Mannschaft bis zur Erschöpfung arbeiten lassen und Ruhm versprochen, ihnen jedoch nur Krankheit und Hungersnot gebracht. Er hat einen Mann an einen Mast gebunden und ihn dort sterben lassen, haben wir vorhin gesehen. Dann wurde ich Zeuge, wie der Bastard unseren Navigator ins Verderben stürzte, weil er es gewagt hatte, seine Meinung laut auszusprechen. Er entdeckte mich dabei, wie ich Vorbereitungen für die Heimreise traf, und stellte mich zur Rede. Ich zog meine Pistole und sagte ihm, dass ich nach England zurückkehren will, um der Welt von seinen Taten zu berichten. Und als ich mich abwandte, schoss mir der Schurke in den Rücken und floh in den Dschungel. Ich erwiderte das Feuer, bin mir aber nicht sicher, ob die Kugeln ihr Ziel erreichten. Meine Zeit wird knapp und meine Hand schwach. In Abwesenheit rechtschaffender Justiz erbitte ich dringend um ein Gebet zu Gott im Himmel, dass Burns für seinen Verrat bezahlen wird. Gezeichnet Walter Hayes. Erstoffizier des Suffolks, 23. März 1808. Walter Hayes, nie gehört von ihm. Wow. Ja, wie denn auch? Ja, ganz schön düster, da liegt er ja auch hier, der Verknocherte. Jetzt habe ich es gerade gecheckt, es ist ja natürlich hier der Walter Hayes, das ist er ja. Das ist er ja, hat es leider dann auch nicht geschafft im Endeffekt. Was soll man machen? Jetzt ist die neue Zeit und Nathan Drake ist da. So. Oh, ein Messer, ein Zierdolch. So, und wie komme ich hier weiter? Wie komme ich hier weiter? Ah, okay, natürlich. Natürlich. Oh, 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 oh. Fuck, fuck. Oh. Heilige Scheiße. Immer kurz vorm Sterben, der Nate, ey. Oh, oh, Sam. Ich hätte dich fast umgepustet. Dito. Sam, du bist okay. Ja, mich haut so schnell nichts um. Schön, dass du noch lebst, Brüderchen. Na los, auf uns wartet dein Schatz. Warte mal, also, was tun wir hier? Was meinst du? Ich meine, unsere Vorräte liegen im Indischen Ozean. Tja, dann klauen wir halt was von Nadines Armee. Ja, und dann das. Wir kämpfen gegen eine Armee. Haben uns doch ganz gut gehalten bisher. Wir sitzen hier fest mitten im Nirgendwo. Wir wollten doch hierher, weißt du noch? Da hatten wir einen Fluchtplan.
Okay. Hör zu, ein verrückter Vorschlag. Wir gehen da runter und schnappen uns eins von Raves Booten. Die Boote können warten. Willst du wissen, was wir hier tun? Wir kaufen mein Leben zurück. Okay, und dazu gehen wir jetzt in diesen Dschungel und finden Libertalia. Siehst du irgendwelche Anzeichen für eine große Piratenkolonie? Ich nämlich nicht. Etwas spät für Zweifel, findest du nicht? Könnten wir mal die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Averys Traum vom geheimen Piraten-Utopia geplatzt ist? Und wir hier vielleicht einer Fantasie nachjagen, anstatt einen realen Weg zu suchen, um dich zu retten? Ich werde diese ganze Insel absuchen, wenn es sein muss, bis ich den Schatz finde. Und wenn du nicht weißt, was du hier überhaupt machst, dann geh nach Hause, Nathan. Halt, halt, halt. Ich soll nach Hause? Soll das ein Witz sein? Hast du eine Vorstellung, was ich riskiert habe für dich? Und was habe ich riskiert? Okay? Die letzten 15 Jahre Ach, meines komm, Lebens. Darum geht es doch gar nicht. Doch, genau darum geht es. Was? Heilige Scheiße. Willst du immer noch heim? Mal sehen, was wir noch finden. Nice. Averys Siegel gefunden. In Stein eingraviert. Oh, guck mal! Was ist das? Lemuren! Hey! Alter, wo ist denn Sam hin plötzlich? Fuck! Die Lemurs haben mich abgelenkt. Ah, da ist er, ja. Wo denn? Was denn? Ich weiß gar nicht, wo er ist, Mann. Ah, da. Ja, ja. Immer den kleinen Bruder vorschicken, hä? Bin ich denn Kugelfang oder was? Unfassbar. Unfasslich. Sam, hier oben. Ich komme. Alright, let's do this. Keiner zu Hause. Außer Ratten. Ja, da komme ich doch niemals durch, Mann. Ja, ganz besonders das Dach. Ja, hoffentlich fällt es uns nicht auf den Kopf. Sam, komm her. Sam, hier lang. Ach, ja, das darf nicht wahr sein. Ach komm, da kannst du ja wohl wirklich durch. Also entweder da unten oder da oben. Hey Nathan, ich glaube, wir können hier durch. Wo denn? Nathan, hier lang. Staubig. Das ganze Gekrieche ist ein gutes Oberschenkeltraining. Warte mal. Alter, die Ratten. Ja, ich gehe jetzt mal hier lang erst. Alter, wo bin ich hier? Endlich kann ich mich wieder ausstrecken. Ja, warte mal. Ich habe jetzt aber noch nicht geschaut, was hier ist, Mann. Chill mal. Ich gehe erstmal hier lang. Oder gehört das auch dazu? Hätte ich das gerade sowieso gefunden, wenn ich da weitergelaufen wäre vorne. Wahrscheinlich, ne? Ist egal jetzt. Oh. Ah, haha, ich wusste es doch. Alter, ich... Wenn mir das später mal keine Kohle bringt, dann kotze ich ab, weil dann war echt alles umsonst hier. Kelch und Dolch und Bierkrug und dies, das, ey. So, Tille. Alter, wo muss ich denn jetzt lang? Hä?
Kann ich hier überhaupt lang? Nee. Jetzt finde ich gerade knallhart nicht mehr den ursprünglichen. Doch hier, ne? Genau. Okay. Wir sind gut, wir können weiter. Hey, da geht's nach draußen. Ach, das ist zu hoch, da kommen wir nicht ran. Suchen wir was zum Draufstellen. Machen wir sofort erstmal ein bisschen auf Exkursionstour gehen hier. Erkundungstour. Eine Kiste, ich weiß nicht. Ah. Und eine Kiste. Aufgepasst! Hast du was? Ja, vielleicht. Das musst du dir ansehen. Ich gucke. Okay, hier geht anscheinend nichts. Hä? So. Alright. Keep on rolling, baby. Alter, sieht es nice aus. Keine Häuser, breite Straße. Ganz klar irgendeine Art Geschäftsviertel. Ja, vielen Dank auch, Nathan. Komm schon. Was siehst du? Du willst es mich sagen hören, was? Und ob ich das hören möchte. Okay. Libertalia. Libertalia! Das lange verschollene legendäre Piratenutopia, entdeckt nach 300 Jahren. Von einem gewissen Samuel Drake. Und seinem jüngeren, nicht ganz so charmanten Bruder, der zufällig auch dabei war. Ich habe immer gewusst, dass eines Tages was aus dir werden würde, Brüderchen. Weißt du, das ist nicht meine erste verschollene Stadt. Genieß den Moment. Wo willst du anfangen? Wie wär's mit dem Gebäude da drüben? Oh, du meinst das mit den Wachtürmen? Ja, sehen wir doch mal nach, was da bewacht wurde. Hört sich gut an. Ja, richtig nice. Mit mir im Paradies. Checken wir Piraten-Utopia ab. Aber leider, Freunde, erst im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Channel abonniert. Und dann sehen wir uns bald im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Peace.